Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part haben wir ja super Full Heath Pille, die ich nicht benutzen kann. Das ist total mies mit den Fliegen. Im letzten Part haben wir uns relativ gut geschlagen, sind dann gegen Ende leider von Isaac besiegt worden. Finde ich auch heftig, diese Challenge hier im Kampf gegen Isaac austragen zu müssen. Na gut, den Teufel, den würde ich glaube ich noch weniger gerne machen. Eigentlich bis zum Herzen hätte gereicht. Ich hoffe bloß, wir kriegen wieder die Big Beautiful Fly. Ne, nicht Big Beautiful Fly, Big Flies and Spiders. Die helfen uns nämlich sehr. So, und mal gucken, vielleicht springt ja ein Geheimraum für uns bei raus. Ich nehme die Pille einfach mal Tears ab. Und die Full Hilfe, die nehme ich auf jeden Fall mit. Das Geld, das spart uns nämlich ein halbes Herz, wenn ich hier rausgehe. So. Aber ich wette gerne wieder Guppy's Head. Wäre das Beste von allen Items. Guppy's Head. Ich liebe Guppy's Head. Dingo. Ich denke, einer der unliebsten Gegner für unser jetziges Unterfangen. Vor allen Dingen machen wir noch nicht genug Schaden. Wir brauchen wieder diese riesigen Tränen. Also noch ein riesiges Damage-Up. Dann können wir vielleicht sogar daran denken, Isaac zu besiegen. Aber ich habe da nicht viel Hoffnung. Oh, wenn wir zwei Schlüssel kriegen, vielleicht ist das eine Reset-Door. Das wäre toll, wenn wir unsere Items resetten können. Dann springt vielleicht sogar was Positives für uns bei raus. Ja, Feuer ausmachen, ich weiß, ich habe schon gehört, das ist doof eigentlich. Das sollte ich nicht machen, nicht in der Suicide King Challenge. Selbstmordkönig. Wer will sowas schon sein? Also ich möchte nicht der Selbstmordkönig sein, aber ich hoffe, ich werde er. Also in dem Fall möchte ich schon sein, weil ich dann eben nicht Selbstmord begangen habe. Der Lebende ist der König unter den Toten, so wie der Einäugige der König der Blinden ist. Oh Gott, kriege ich jetzt Schaden. Aber nicht weiter schlimm, wir haben noch die Folie. Vielleicht kriegen wir noch eine zweite. Würde ich mich riesig drüber freuen, wenn wir jetzt noch eine zweite Folie kriegen. So, komm, und euch töte ich so. Ja, der zweite Schlüssel. Das bedeutet, ihr wisst, was es bedeutet. Das bedeutet, ich kann hier in den einen Raum rein und darauf hoffen, dass da was richtig Tolles drin ist. The Tower. Ne, The Tower ist nicht gut. Obwohl, es geht. Es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht gut. Ja, was davon ist der Shop? Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Das war nicht der Shop. How to jump! Das ist auch nicht schlecht. Und der Hermit bringt uns in den Shop rein. Oh, die Box, die macht... Die hatten wir ja schon mal. Ist ein relativ gutes Item. Nämlich den Schlüssel und die Box. Ach ja, aber... Dann kann ich ja nicht mehr How to jump nehmen. Nee, dann nehme ich lieber... Na doch, ich nehme die Box. How to jump, learn how to jump ist auch nicht schlecht. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, damit kann man über Abgründe drüber springen. Super, ich habe ein Herz geopfert und habe dafür ein Spirit Heart bekommen. Naja, ich hoffe, es hat sich gelohnt. Nein, hat es nicht. So, komm, Monstro, stirb. Vorteil bei den kleinen Monstros ist halt, sie halten nicht ganz so viel aus wie die großen. Zack. Ja, Lebensregeneration ist schon wieder was anderes. Vor allen Dingen, hier ist Regeneration immer gut. Mal gucken, ob wir vielleicht hier auf der Ebene uns noch eine Full... Ich hab die Full Heath Pille... Ich bin doch so ein Idiot, ich hab die Full Heath Pille liegen lassen. Ich kann nur hoffen, dass ich hier auf der Ebene eine neue Full Heath Pille wieder erschaffen kann. Sonst haben wir nämlich ein echtes Problem. Habe ich die benutzt oder wo habe ich die denn vergessen? Ich habe doch überhaupt kein Q-Item aufgesammelt. Oder hatte ich eins? Ich wüsste nicht wo. Okay, ich bin gerade ehrlich überfragt, wo ich das liegen lassen. Aber egal. Vielleicht springt ja hier jetzt wieder was bei raus und dann passt das schon wieder. Mal gucken. Es ist der Chariot. Wieder mal unverwundbar. Hat uns ja beim letzten Mal so viel gebracht. Oh Gott, fliegen. Explodierende Fliegen sind gefährlich. Aber nicht so gefährlich wie ich, weil ich auch explosiv bin.
Aber nur für mich selber, nicht für Gegner. So. Zack, Piep. Oh, Piep ist doof. Obwohl, Piep, habe ich ja schon mal gesagt, ist mit der Fähigkeit hier eigentlich sogar relativ okay. Das Problem ist gerade meine Range, weil die Dinger halt zu stark umdrehen und mich dann selber umbringen. Oder versuchen, mich selber umzubringen. Und wie gesagt, das ist der Schaden. Der ist derzeit noch ein bisschen arg gering, habe ich das Gefühl. Also für Explosivgeschosse könnte er echt höher sein. Und kann es sein, dass wir verhältnismäßig wenig Herzen haben? Also für das, was wir gesammelt haben. So, Stuff, da ist jetzt hoffentlich was Gutes mit dabei. Der Joker. Der Joker ist gut. Und das Trinket ist auch gut. Dann ziehe ich als erstes mal den Joker und bringe uns hier in den Devil Room. Das Buch der sieben Sünden. Spawned Items. Insofern vielleicht ganz gut, vielleicht auch nicht. Und vier Shots. Nee. Nehme ich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich noch was Besseres kriege. Vor allen Dingen, weil unser... Weil wir sonst unsere Erschütterungsbox nicht mehr behalten können. Die ja hier... Damage dealt. Ach, wisst ihr was, ich gehe weiter. Wenn wir dafür Geld bezahlen, also so ein Raum-Clearer für Arme und für Hungrige. Ja, ich habe eben Herz nicht für Hungrige, für Geldhabende. Und ich finde es gut, dass ich das Heal abbekommen habe von der Plazenta, die ja eine Life Regeneration bewirkt. Oh Gott, Würmer, ne? Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Wisst ihr was? Zack. So stehe ich dazu. Bäm. Ich kann euch alle einfach in die Luft sprengen. Ich hoffe, wir kriegen noch irgendwie den Dollar oder so. Das, der Dollar, der wäre... Hier wäre der Dollar, glaube ich, richtig episch. Weil dann könnten wir Isaac einfach insofern kalt machen, dass wir nur die Fähigkeit benutzen. Also nur den... die Box benutzen. Einfach 99 mal Schaden austeilen. Ich muss jetzt aber wieder an Herzen rankommen, sonst bin ich ganz schnell nicht mehr der liebe Lazarus, sondern der tote Lazarus. Komm, komm schon. Gibt's doch nicht. Ja, zum Glück habe ich Lebensregeneration. Ich bin froh drum. Auch wenn ich gerade nicht ganz so froh drum bin, wie ich spiele. Lebensregeneration rettet uns hier, glaube ich, den Hintern. Zumindest wenn wir hier noch eine Weile durch die Gegend laufen. Ich weiß ja nicht, ob das nach Zeit geht oder nach oder in Räumen irgendwie zählt. Oder einfach nur Zufall ist, dass es die ganze Zeit jetzt in einem zusätzlichen Thread mitläuft. Das ist jetzt echt mies, dass ich hier die Kacke sprengen muss. Ja, die Kacke spreng ich auch gerne. Ja, und ich spreng mich auch gerne. Das gibt's doch nicht, ich treffe Kacke nicht. So, Mini-Dickel. Nicht Dickel, Dinkel. Leute, ich treffe hier alles, außer das, was ich treffen will. Ach so, stimmt, ich habe hier noch die Gabel, die macht ja zusätzlich noch eine Life Regeneration. Ach, das ist der nur spawnt. Das ist, glaube ich, für unseren Fall sogar recht gut. Abgesehen davon, dass ich mich hier halt treffen lasse. Ist ja was so. Zack. Zack. So. Ich wollte jetzt nicht sterben, deswegen habe ich das jetzt gerade damit gemacht. Oh ja, Spirit Heart. Wir müssen jetzt dringend wieder die Herzen vollkriegen. Es wird nicht leicht, das sage ich euch gleich. Also Herzen wieder aufladen. Oh ja. Oder wir holen uns einfach genug Spirit Hearts, damit wir unsere normalen Herzen vergessen können. Das geht natürlich auch. So. Zack. Ja, eine Karte wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich hier noch mal eine aus den Totenschädeln bekäme, eine gute. So eine Two of Hearts, Lovers oder irgend sowas. Oder Sun. An die Sun denke ich nie, weil... Ja, sie ist halt sehr, sehr wertvoll und man denkt eigentlich nicht dran, dass man sie kriegt. Und dass ich hier nur ein halbes Herz verloren habe, finde ich fair. So, ich hoffe mal einfach, dass da was drin ist. Nein, im Schädel war nichts. Ah, aber wir haben wieder... unsere Lebensregeneration bewiesen und direkt wieder gezeigt, dass wir es auch wieder verlieren können. Oh Mann, das ist...
Ich mag das nicht. Das ist echt. Das hier ist echt mies. Verdammt, ich habe das zu spät bemerkt. Dass da dieses hässliche Vieh mit dem Brimstone-Laser steht. Und ich es nicht treffe. Bam. Skeleton Key. Das bedeutet, den Shop auf dieser Ebene haben wir. Da gehe ich auf jeden Fall rein. Einfach nur in der Hoffnung, Spirit Hearts dort zu finden. So, ich hoffe jetzt einfach. Tut mir leid, dass ich eben so kurz die Klappe gehalten habe. Ich bin hier echt angestrengt. Diese Challenge verlangt mir so viel ab und ich schaff's einfach nicht. Ich habe jetzt schon so viele Parts daran verbraucht. Und ich brauche die Sonnenkarte. Die Sonne wäre jetzt hier eigentlich das Nonplusultra. Oh Gott, jetzt habe ich es verkackt. Also jetzt könnt ihr es schon wieder vergessen eigentlich. Also nee, jetzt glaube ich auch an keinen Sieg mehr. Nee, das ergibt keinen Sinn, dass ich jetzt noch irgendwie hier halbwegs anständig spiele. Ich kann jetzt bloß hier drin auf was Tolles hoffen. Ist nichts Tolles drin. Bam. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon verloren. Jetzt brauchen wir uns hier gar nicht weiter anstrengen. Tot. Nochmal. Hermatesis ist okay. Die kann man auch als positiven Effekt sehen, nämlich um in die Boss-Trap zu kommen. Und ich hoffe, hier drin ist jetzt das Item unseres Lebens. Ist es leider nicht. Hätte ja sein können, dass hier drin irgendwie My Little Unicorn oder sowas gewesen wäre. Hier mal gucken. Natürlich nur eine Trollbombe, nichts Positives. Tut mir leid, dass ich während dieser Challenge so wenig zu sagen habe. Aber es macht mich halt einfach fertig. Es macht mich echt fertig, dass ich diese Challenge nicht auf die Reihe kriege. Das eine Mal, wir haben es sogar bis zu Isaac geschafft. Also, okay, da war auch weniger ich als die Fliegen dran beteiligt. Aber trotzdem, Joker, ja. Ich nehme das Pentagramm. Soll ich noch was kaufen? Nee, komm. Du hast mir schon genug gegeben. Danke, Teufel. Oh Gott. Vorsichtig. Ich bräuchte jetzt eigentlich noch wieder die Plazenta. Die wär ja auch noch ein schönes Item. Los, komm, renn ins Feuer rein, du elendes Mistding. Stirb einfach. So, damit haben wir ja schon wieder einen Schritt gemacht. Und Dinkel. Ja. Dinkel, ich hasse dich. Ich hasse dich, du knuffige Kacke. Wie ist das jetzt passiert? Ah. Nee, Leute, das mache ich nochmal. Sorry, aber nee. Suicide King nochmal. Bombsar Key. Ja, jetzt haben wir 5 Schlüssel. Eventuell gar nicht mal so schlecht. Auch wenn fünf Schlüssel, glaube ich, gar nicht mal so toll sind. Warum sagt sie? So, jetzt haben wir aber wieder ordentlich Kohle. Kohle ist ja immer gut. Bam. Stirb. Ja, und ich krieg so viel Schaden. Bloodclot erhöht Damage und Range. Das ist gut. Los, komm. Ich brauche. Also, ich find's schon mal schön, dass wir hier rote Kugeln, also rote Tränen schießen.
Aber ich fände es jetzt noch schöner, wenn wir im Shop irgendwas Tolles kriegen würden. Also wieder das mit den großen Fliegen und dann noch Guppies Head so dazu. Das wäre richtig cool. Ach Gott, Envy, ne? Envy ist sehr, sehr brutal für uns. Weil halt großer Mob spawn. Und viele Mobs bedeuten immer viele Chancen, dass unsere Kugel uns mittrifft. So, zack. Ja, ich kassiere hier einfach nur. Vergesst es einfach. So, komm schon. Ich hoffe mal, der Shop hat was Tolles für uns. Die Pille war, glaube ich, ein positiver Effekt. Naja, Bombs are key. Es geht. So, das und den Schlüssel nehme ich auch noch mit. So, jetzt haben wir drei Bomben, drei Schlüssel. Dann nützt uns auch die Bombs are key Pille nichts. Aber immerhin sind wir vom Leben her noch ganz okay. Nicht toll, aber wir sind okay. Zack, alles tot. Und wieder Geld. Können wir auf die nächste Ebene gleich in den nächsten Shop rein. Immerhin ist die Blattklatt oder Klott mit dabei und macht ordentlich Schaden an unserem Gegner. Monstro verreck einfach und geh mir nicht weiter auf den Keks. Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen angespannt. Vor allen Dingen auch, weil ich für diese Woche heute schon fast alles aufnehmen muss, weshalb ich auch kaum irgendwas nachbearbeiten werde. Das ist... Heute lastet mal wieder ein Stress auf mir, sondergleichen. Vor allen Dingen, weil ich am Wochenende, besser gesagt am Samstagmorgen, Prüfung habe, von der sehr, sehr viel abhängt. Nämlich, ob ich... an der Abschlussprüfung teilnehmen darf oder nicht, und wenn nicht, dann muss ich halt mein Semester in Grundlagen der Informatik nochmal machen. Das ist richtig toll. Die Prüfung ist jetzt nicht so schwer, aber ich möchte halt trotzdem ganz gerne eine möglichst gute Prüfung machen, weil man möchte ja auch irgendwo dann man möchte halt auch irgendwo zeigen, dass man was kann und dass man nicht ganz so doof ist, wie man aussieht. Bad Gas, ja danke, ich gehe wieder. Wenn ihr mich nicht wollt, sag's mir einfach. Und ich sehe mein Leben nicht. Das ist für einen Suicide King, ist das richtig dämlich. Nicht nur, dass ich schnell sterbe. Ich weiß noch nicht mal, wann es soweit ist. Ja, ich bin schon fast tot. Das kann ich euch auch so sagen. Der Husk, okay. Ich fürchte, das hier wird ein relativ kurzes... Ja... Bam, 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 Eva, Magic Step, HP und Luck ab. Gut, soll ich es riskieren und weitermachen? Ich meine, wir haben zwei Herzen, das ist eigentlich legitim. Eigentlich ist es legitim. Die Frage ist, schaffen wir das? Oh, das war sogar jetzt mal relativ gut, was ich hier gemacht habe, aus Versehen. Ja, jetzt müsste ich springen können. So, ich treff das Ding aber nicht. So. Und wir kriegen Bomben und Geld und hoffentlich hier bald mal einen Shop. So, komm, mach auf. Ich versuch's jetzt einfach. Ist mir jetzt relativ wurscht. Ja, komm. Bin tot, Leute, lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben, tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich versuche die Challenge mit Wolf bei der IP, euer Wolf.